Hallo und herzlich willkommen zurück zu Robocraft. Wir schauen mal kurz auf unsere Mitspielerliste. Dani und Ayman sind dabei. Hallo. Und die nächsten, ja, sind irgendwie F8 zum Runterscrollen. Nö, keiner sonst online, das heißt, wir sind jetzt einfach mal zu dritt. Von den Punkten her, wir haben 18 Tech Points und 35.000 Einkaufspoints, keine Ahnung, wie die sonst heißen. Wir müssen ein bisschen farmen gehen, also legen wir mal direkt los. Die heißen Robo-Points, du uninformierter, uninformierter. Das sind Kauf-Points, so. Ich hab's so genannt, also heißen sie so. Okay. Waiting for your platoon. Los! Es ist Daniel. Das bin ich nicht. Das ist der Geist der Heiligen Weihnacht. Der ist auch noch im Februar da. Ah, wenn ich so weitermache, mach ich einen Single-LP draus! Das wirst du nicht schaffen, weil das Spiel ist ein Multiplayer-Spiel. Ach, Blödsinn. Ich gehe einfach nur die ganze Zeit auf die Demo-Map oder Probe-Map, wo man sein Fahrzeug ausprobieren kann und dann kann mich keiner nerven. Doch, die Bots, die kriegen irgendwann auch Waffen. Nein. Mit denen schießen sie zurück. Schweine! Die könnten aber echt mal ein paar mehr Maps machen, also irgendwie weiß ich auch nicht. Kommt bestimmt irgendwann noch. Also zur Zeit kommen mehr Gameplay-Features. Ich schieß einfach auf dich los. Ich hab deine Frau husten hören. Ist sie krank? Nee. Okay. War oder ist sie nicht? Alter, warum häng ich hier fest? Jetzt. Hey, du bist Heiler. Cool. Es ist dein Skill. Ein Mann wird gerade schlechter vorne, okay. So, wo sind jetzt mal ein paar Gegner? Über uns fliegt einer. Stimmt. Ich bin ich. Ah, nee, da. Und da. Und da. Tablabo, warte ab. Muss abhauen. Ich bin gleich gar kein Gegner mehr. Oh, haben sie schon so erwischt? Ja, mein Heiler kommt zu uns. Es ist voll der Kack. Die SMG-Steuerung, Streuung ist schon echt hoch. Erwischt den immer kaum. Ich bräuchte einen Heiler. Wo ist denn der bei euch? Ich glaube aber nicht, dass er zu mir hochkommt. Oh, verdammt, wird attackiert. Terroristen. Hey! Vom eigenen Teammitglied über den Haufen gefahren, das geht immer gar nicht. Ich muss hier runter. Also irgendwie im Flieger abschießen bin ich noch nicht so der Vollpro. Also man darf nicht spammen, sondern man muss immer so drücken und dann loslassen, drücken, loslassen, drücken, loslassen. Ja, das mache ich schon. Der Heiler ist übrigens tot. Okay, aber der ist jetzt ganz nah. Ich würde mich ja drehen, um den besser abschießen zu können, aber der ist ja schon. So, den einen haben wir erwischt und ich habe sogar einen Abschuss dafür gekriegt. Der ist ständig am Hintern. Ah. Yay, yeah, ich habe den auch erwischt, ich habe 2 Kills. Alter, bin ich gut. Guck mal bei Ayman, hinter ihm ist einer, glaube ich. Oder ist das ein Freund? Ich weiß nicht, da wird gerade aber ziemlich rumgeballert. Da oben ist noch einer. Mal wieder ein Plasmabomber, mal was ganz Neues. Du Mörder! Verdammt, so ein Typ mit der Railgun schießt mich die ganze Zeit, aber noch 30% übrig. Ja. So. Oh. 3 Kills! Muha, und alles waren Plasmabomber oder solche Shoshis. Jetzt ist da nur noch ein Railgun-Typ, glaube ich. Caesar, rette mich, das ist ein Typ mit der Plasma. Ah, verdammt. Das ist keine Plasma, das ist ein Railgun. Ja, genau. Ey, die neuen SMG-Sounds sind jetzt noch besser geworden. Ah, jetzt haut er ab, der Sack. Los, Caesar, du schaffst das noch. Glaube ich jedenfalls. Er hat nur noch 25%. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihn triffst. Vielleicht solltest du ein bisschen weniger schießen. 8%? Wieso? Ich treffe ihn wohl. Siehst du? Du hast ihn aber nicht gekriegt. Aber ich habe ihn ordentlich getroffen. Das ist ein anderer Typ. Ich habe ihn ordentlich getroffen. Mach mir meinen Sieg nicht madig. Meine. Gar nicht. Bei mir ist oben rechts gerade irgendwie komisch gewesen. Komisch? Ja. Oh mein Gott, wisst ihr, wie viel Geld ich bekommen habe? Nope. So viel, dir einen Pony zu kaufen. Ja, ungefähr. Los, kommt gleich die nächste Runde. Ich brauche mindestens 60 Tech Points, um ein bisschen weitermachen zu können. Irgendwie lustig, ein Robocraft Schwachsinn zu bauen. Dieses Schwein auf Stelzen. Das Ziel von Robocraft Schwachsinn zu bauen. Ich habe ein Schwein auf Stelzen gebaut. Habe ich davon schon mal erzählt? Ja, letzte Folge. Achso. Oh, wir haben Glück gehabt. Wieso?
Weil wir 3 von 112 Leuten waren, die gerade auf Tier 5 ein Spiel machen wollen. Oh, okay. So. Toll, die Eismap. Da rutsche ich wieder rum wie so ein Spack. Aber mit den meine SMGs komme ich irgendwie am besten zurecht. Na, dann wird sie wahrscheinlich bei dir nicht reinrennen, wird irgendeine Scheiße rumbrüllen. Das ist mal nicht schlecht. Na, dann mache ich nur die Lautsprecher aus. So, ich fahre jetzt aber mal nicht in den ganz dicken Pudding rein, sondern versuche jetzt das Ganze mal ein bisschen zu flankieren. Sonst weiß ich wieder, wie das ausgehen wird. Im Internet weiß niemand, dass ich eine Kartoffel bin. Niemand. Niemand? Niemand. Doch sogar dein Skype-Status, oder? Ein Heiler. Ja, das hast du herausgefunden. Nee. Die Zwiebeln sind schuld. Ich kann lesen. Warum folgen wir eigentlich alle? Unser kompletter Trupp fährt gerade dahinter. Weil du eine SMG bist und gut gepanzert aussiehst. Und das Typ, die ballert jetzt gleich ab, der wird voll überrascht sein. Ha, stopp! Hat nicht funktioniert. Warum fahren die in dem SMG hinterher? SMGs sind nah. Schieß dann auf mich! Ah! Müssen die da vorne unbedingt zu dritt sein? Schieß die Waffen ab! Einen hab ich. Okay, den hab ich nicht mehr gekriegt. Ma, der dritte, der war dann doch ein bisschen heftiger als gedacht. Das war eine Railgun, die hätte ich wahrscheinlich direkt getroffen. Ja, der hatten mir 2, 3 reingejagt, dann waren die Schilde gleich weg und dann war's das. Ich hau dich, hau dich. Aber dann schaue ich euch ein bisschen zu und gebe hilfreiche Kommentare. Mir fällt bloß gar kein hilfreicher Kommentar ein. Ui, ich habe einen gefunden. Ich habe alle 3 K.O. geschossen und du warst mein Tank. Ich habe keinen einzigen Prozent Schaden bekommen. Und ich bin dafür draufgegangen. Ja, ich weiß nicht, aber so wie du auch angegriffen hast, war das glaube ich nicht so das Effektivste. Naja, was sollte ich machen? Die 3 waren auf einem Batzen. Wäre ich zurückgefahren, dann hätten die mich von vorne auch erwischt, weil hinter mir waren so viele Leute, ich wäre gar nicht zurückgekommen. Dann hätte ich nach links abbiegen müssen, dann hätten sie mich von hinten voll erwischt, dann wären keine Schilde gewesen. Also das war noch die sinnvollste Alternative, um ein bisschen was mitzunehmen, bevor ich draufgehe. Das ist eine meiner besten Runden. Die erwischte mich. Erwischte dich. Typische Railgun halt. Der Ziel. Ja, ich finde dich auch gar nicht mehr. Bist du schon draufgegangen? Ja, ne? Ja. Daniel, du atmest nach wie vor ein bisschen in dein Mikrofönchen. Oh, wir haben gewonnen. Yay! Ja, von uns sind auch noch echt viele am Leben. Ja, ich habe in meinem Mikrofon gerade geatmet, weil meine Schwester hatte halt Probleme mit meinen Eltern. Dann wusste ich nicht, ob die mich jetzt rufen werden. Ah, habt ihr oben rechts, ja, wenn es lädt, auch immer so ein komisches, dein Platoon wartet auf dich? Ja, das auch. Das nervt mich total. So, warte mal, ich habe jetzt bei 48. Nee, damit kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen noch eine dranhängen. Ich hätte mal Bock auf einen Bossfight irgendwie, weiß auch nicht warum. Aber da kriegt man immer so schön viel, wenn man es ein bisschen überlebt. Wir könnten ein bisschen Schaden mit unseren Tier-10ern nicht einen Bossfight integrieren. Da wirst du, wie letztens schon angesagt, sofort sterben. Ach nee, lasst mal. Bisschen Spaß muss doch auch sein. Aber ich könnte meinen Bot insgesamt schmaler bauen. Na, mal gucken. Den muss ich jetzt mal umgestalten, weil irgendwie fahre ich jetzt schon zu lange mit dem Ding hier rum. Ich würde dir nicht empfehlen, ihn schmaler zu bauen. Vor allem mit Panzerketten nicht, die sind total schwer. Und wenn du da noch einmal umkippst, dann wirst du auch gar nicht mehr aufstehen können. Ja, ist die Frage, ob ich das Ding noch mit Ketten fahren möchte oder ob ich es anders mache. Ich würde dir Hover empfehlen. Ja, ich möchte mal was Agileres, weil ich bin hier voll der Panzer am Rumgurken. Und so extrem viel halten die jetzt auch nicht aus. Aber eine Sache muss ich dir sagen. Ja. Schmaler bauen hat den Nachteil, dass du den dann später bei Tier 7 nicht. Bei Tier. Jetzt sind wir 5, oder? Bei Tier 7 kannst du den dann nicht mehr benutzen, weil da wird's ja wieder breiter. Verdammt, was hat der für Waffen? Er hat gar keine mehr. Das ist eine Ameise. Nein, es haut ab! Das ist so ein kleiner Dani. So, also weg.
so einer. Ich habe nur noch einen Sitz und einen Thruster. Ich fliege jetzt einfach mal quer durch die Map. Keines auch findet mich. Oh, der wehrt sich bestimmt gleich, so wie der aussieht. Ich kann schon in seinen Augen sehen. Ja, der wehrt. Verdammt, da sind welche. Ach komm schon, blödes Markierteil. Ich habe den voll erwischt. Getroffen. Wow, wo kommt das her? Alter. Nein! Scheiße. Ich war ein Schnipper. Seid ihr gerade K.O. gegangen? Beide? Ich. Einmal weiß ich nicht, aber ich bin draufgegangen. Ich bin auch draufgegangen. Aber der hat mich instant weggesnackt, der Sack. Der muss mir gerade den Sitz unterm Arsch weggeschossen haben. Aber wo ist denn Dani eigentlich? Ich bin auch kaputt. So, ja, okay, dann werden wir ein neues Spiel machen. Das ja, verlassen wir das Ganze mal. Ich wurde zerstört, als wir diesen ersten Typen getroffen haben, weil ich nicht gerade auf ihn zugefahren bin, sondern von der Seite. Und er hatte eine übertierte Waffe, die ihr dann abgeschossen habt. Aber ja, aber das hat mich auch schon ziemlich weggeknuspert, das Ding. Also ich habe da schon 20% Schaden oder so genommen gehabt, gefühlt. Geguckt habe ich nicht. Du hattest dann nur noch 86. Okay. Hier 550, das heißt, ich kann mir das nächste Top-Mount SMG kaufen. Perfekt. Dann rüsten wir das gleich mal etwas höher. Ja, dann komme ich wieder nicht dazu, dass ich da mal einen Flieger baue. Top-Mount SMG Tier 6. Wir kaufen uns erstmal zwei Stück und gucken mal, wie hoch ich dann komme. Ja, ich arbeite. Na, ich empfehle ja auch eigentlich immer das, was man gerade zum Farmen benutzt, immer maximal aufzurüsten. Ja, aber eigentlich wollte ich mal einen Flieger haben, aber es ist, glaube ich, noch in etwas weiterer Ferne, bis ich den fertig gebaut habe. So, ach, seid ihr fertig? Wir müssen... Ne, ich kaufe noch schnell ein SMG mehr. Also seht ihr das auch gerade oben rechts? Was? Oh, jetzt nicht mehr. Eigentlich kann ich mir zwei kaufen. Müsste auch noch gehen. Tausch mal die da aus. So, und... So. Jetzt gibt's gar noch eins. Ich kann das Ding voll auf Tier 6 bewaffnen. Habe ich noch genug Geld? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, eins würde noch gehen, aber danach ist Ende. Cube Depot. Yep, jetzt ist Ende. Ich habe gerade einen Fehler an der Symmetrie gefunden. Nein! Meine Waffen sind sehr schmal aneinander angelegt. Wenn ich die... Ich kann sie in drei Winkeln platzieren, in einem vierten kann ich sie aber nicht platzieren, weil sie dann überschneiden. Join das Spiel! Was? Oder ist jetzt Semmeln? Das ist meine Tier. Ich hab Haus. Hört mir zu. Ich habe so lange mit Caesar jetzt auf Tier 5 gespielt. Ich habe schon 1038 Tier 5 Tech Points. Cool, schenkst du mir. Wenn es ginge, dann wärst du schon auf Tier 10. Wahrscheinlich direkt nach dem Joinen. Hallo, sie sind Tier 10. Der hat ihnen alles geschenkt. Rüdiger, nicht so tief. Und wahrscheinlich wäre ich nicht der Einzige, der dir alles schenken könnte. In der Zwischenzeit hätten uns die ganzen Fans beschenkt. Stimmt doch, oder? Mindestens. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr mir schenken wollt. So, jetzt sind wir auf Tier 6 bewaffnet. Mal gucken, ob die jetzt halt besser reinhauen. Müsste ja eigentlich so sein. Was mich halt an den Kettenantrieben stört, ist, wenn du jetzt zum Beispiel in der Mitte von der Map bist und deine Base wird gerade angegriffen und eingenommen, dann hast du keine Chance, irgendwas auszurichten, weil du ganz einfach so ätzend lahm bist. Ich komme mal mit dir, Caesar, damit du nicht so alleine bist. Also sobald ich mich wieder aufgerichtet habe, weil ich habe gerade irgendwie eingerammt. Oh, ich bin wirklich komplett allein. Ich fahre mal zu den anderen ein bisschen dazu. Aber ich habe schon zwei Plasma-Bomber gemarkiert. Gemarkiert. Ist da hinten einer in unserer Base? Gleich nicht mehr. Nee. So, jetzt ist er weg. Ah, ich hasse SMGs. Ha, der ist weggefrühstückt. War zwar nicht ich, aber ich habe auch Schaden gemacht. Warum hast du SMGs? Ich? Nein, Eimann. Weil ich so machtlos bin, wenn sie vor mir stehen. Aber ich habe einen getötet. Mit einem Schuss. Oh, so viele Bomber heute. Ja, das ist die ganze Map voller Bomber irgendwie.
Könnte aber auch am Tier liegen, weil wenn man ja auf Tier 6 schon Bomber freischaltet, kann es sein, dass Leute das ausprobieren wollen. Ja, so wie ich zum Beispiel. So, da kommt jetzt gerade einer angesammelt. Den begrüßen wir doch mal gleich mit einer kompletten Salve. Komm schon. Komm hoch. Kann es sein, dass du nur Flieger ausprobieren willst, weil ich so oft mit Fliegern rumgeflogen bin? Nö. Oh, aber Gott. Auch. Killstealer. Oder nee, wer hat denn... Hä, wer hat ihn jetzt zerstört? Weiß es nicht, ich hab noch keinen Kill, Mann. Das ist voll doof. Ich hab so viel mit reingeholzt. Aber irgendeiner hat immer weggestoppt. Hä, die nehmen unsere Base an? Da hinten an unserer Base. Schweine! Nein, wir müssen unseren Freund retten, der uns gerade eben den Kill gestealt hat. Scheiß Killstealer. Stirb, Typ, der unseren Freund getötet hat, der den Killstealer gemacht hat. Der den Killstealer gemacht hat. Und jetzt stirb, Heiler, der gerade eben versucht hat, den Typen umzuheilen. Aber ist ja nicht mein Kill? Ich hab nen Kill bekommen! Yibi. Aber ich hab dich auch getankt. Guck mal, wie ich aussehe. Erbärmlich. Aber ich kann noch rückwärts fahren. Jetzt noch nicht. Zwei Typen, wahrscheinlich nochmal zwei Flieger, so wie sich der eine hier bewegt. Der eine ist ein Flieger, der hat einen Strich über dem Plasmazeichen. Ja, okay. Und der andere ist hier! Der andere war da. Das ah, du hast ihn schon zerstört? Ja. Du Mörder! Ja, die Tier 6 Bewaffnung haut auch ein bisschen mehr rein und der war auch schon gut angeknuspert, glaube ich. Warum ist jetzt der letzte Schosch? Ma, sowas hasse ich immer, dann soll er halt herkommen, der hat doch eh keine Chance mehr. Ich muss sagen, die niedrigeren Tierspiele sind mehr Arcade-mäßig. Und zwar liegt das daran, dass die Waffen immer ein Tier höher sind als die maximale Panzerung und alles, versteht ihr? Mhm. Da ist er! Alter, lieg da! Ja. Ein kleines bisschen habe ich ihn getroffen, aber ich habe bloß die Schilde erwischt. Ich versuche zu dir zu kommen. Allerdings fahre ich nicht so doll. Gerade. Ah, der so fliegt voll von mir weg. Ich erwische nicht richtig. Halt doch einfach gedrückt, das mit dem Schießen. Ja, aber dann wird die Waffe nee, so und genau, dann geht gar nichts mehr. Ach so, das passiert wirklich? Ich hatte ja noch nie wirklich SMGs. Doch, doch, die werden immer ungenauer. Das siehst du dann, dass das Fadenkreuz immer größer ist, wo die Streuung der Laserschüsse hingehen kann. Och nö, jetzt hat er sich da hinten irgendwo verpieselt. Er ist bei diesem Typ mit 9%, der fast K.O. ist. Ja, ich weiß schon, aber jetzt muss ich da erstmal hinkommen irgendwie. Wenn die Zeit auf 1 Minute 50 ist, müssen wir... also wenn die Zeit auf 2 Minuten kommt, müssen wir zu der Base rüberfahren. Ja, 57% hat er noch den Namen schon gleich. Bis er wieder in der Luft ist, dürfte ich ihn gleich wieder erwischen. Okay. Da fliegt er! Da vor dir! Schieß schon! Da ist er doch! Junge, ich schieß doch schon drauf, aber es klappt nicht. Ich treffe ihn nicht. Ist zu weit weg. Alter, kann ich jetzt mal irgendwo runterfahren? Warte mal, da runter. So, leck mich doch. Geh zur Base. Du bist einer der Einzigen, der sich noch ordentlich bewegen kann. Ich bin doch komplett vollständig. Da fliegt er doch. Über dir. Ah. Ich treffe immer nur seine Kackschilde. Ah, da ist er. Brauchen wir auch einen Flieger zu bauen. Ich hab einen 5er Flieger. Ich lasse jetzt ganz einfach in die gegnerische Base. Der Typ langweilt mich. Du sollst dich beeilen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Schaust du mir zu? Nee, du bist noch da. Ich glaube, hier rum ist am schnellsten. Oh, hä, der nimmt jetzt unsere Base ein? Keine Ahnung, der ist irgendwie direkt nee, rausgelandet im Sturzflug. Okay, ich aber es wäre eine gute Idee, vor ihm anzufangen, vor allem wenn du alleine bist. Ja, weil sonst gewinnt er das noch. Ich brauche ja so lange, bis ich irgendwo bin, das ist ja das Problem. Bin schon fast dort. Oh nö. Ich überlege mir gerade eine Mischung zwischen Panzerkettenflugzeug oder Panzerkettenflugzeug. Das geht nicht, das geht nicht. So, ich nehm's jetzt an. Ach, schade. Aber so eine einzelne Panzerkette, falls die Flügel kaputt sind, wäre doch schon praktisch, oder? Oder zwei? Nein, du wirst im Flug die ganze Zeit runtergezogen, weil die Teile sind sehr schwer. Außer du machst dann dein Fahrzeug mit sehr wenig Rüstung, weil. Sind ja, dann sollte man lieber Reifen nehmen, oder? Reifen sind okay. Na, endlich. Gute Idee, ja. Team Victory!
Cool, ich war der einzige Bot, der noch vollständig war. Meine Flunder ist einfach so gut. Gut, Freunde, aber mit diesem elementaren wunderschönen Sieg verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Robocraft. Ciao. Winke, tschüss. Winke.